Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 3. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, wie immer. Erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback auf die letzte Folge. Die ist ja jetzt ein bisschen her. Tut mir leid für die Pause. Ist privat ein bisschen viel Stress gewesen die letzten Tage. Und es kam ja auch Assassin's Creed Valhalla raus, der Trailer zumindest. Und da steht es halt an oberster Stelle, weil da das Interesse von euch, meinen Zuschauern, deutlich größer ist. Und wenn ich dann nur so wenig Zeit zur Verfügung habe, mache ich natürlich lieber erstmal das, wo mehr Leute zuschauen. Ist ja klar. Aber ich habe euch gesagt, wir machen es zu Ende, also machen wir es auch zu Ende. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind auf jeden Fall bei der Mission, die jetzt gerade erst startet, stehen geblieben. Ich habe in der letzten Zeit auch in den letzten Tagen angefangen, zumindest in den letzten ein, zwei Tagen, mein Setup nochmal neu aufzubauen, beziehungsweise mein Arbeitszimmer zu wechseln. Wo vorher mein Wohnzimmer ist, ist jetzt mein Arbeitszimmer, aber es ist noch alles Chaos. Deswegen ist es jetzt die erste Gameplay-Aufnahme mit dem neuen Setup, was für euch jetzt keine große Änderung ist. Allerdings spiele ich jetzt nicht mehr auf dem Fernseher wie früher. Ja, ich habe die ganze Zeit auf dem Fernseher gezockt, weil ich nie das brauchte, mit dem Monitor zu zocken, sondern gechillt. Wie man auch privat zocken würde, auf dem Fernseher, der jetzt nicht allzu groß war, jetzt kein 2-Meter-Fernseher oder sowas. Aber jetzt spiele ich auf dem Monitor, ganz normal. Das heißt, ihr dürft jetzt noch schnellere, katzenartige Reflexe von mir erwarten, weil ich einfach ein absoluter Pro-Gamer bin, ne? Hier ist es. Naja, wir kennen es da. Ja. Naja gut, wir schauen mal. Vielleicht hole ich mir auch noch bald ein neues Mikrofon oder sowas. Oder nimm eins von den ganzen Mikrofonen, die ich in den letzten Jahren gekauft habe, aber mich nie dazu entschieden habe, die zu wechseln. Weil irgendwie dann doch irgendwas nicht stimmte. Und ich dann vergessen habe oder zu faul war, die zurückzuschicken. Also wenn jemand noch ein Mikrofon braucht, meldet euch. Ihr kriegt's für den doppelten Preis. ja. Freunde, ich habe auch jetzt gelesen, es war ja eh schon bekannt, dass Warzone weitergehen soll, die ganze Unterstützung für Warzone. Und dass Warzone jetzt die nächsten Call of Duty Teile, die ja jetzt auch kommen werden, noch weiter miteinander verbinden soll. Das lassen sie sich natürlich nicht nehmen, einen neuen kompletten Call of Duty Teil rauszuhauen und da nochmal abzukassieren. Das allerdings dann vielleicht irgendwie in Call of Duty reinzupacken. Ich meine, von dem, wie oft denn vielleicht eine neue Map rauskommen würde für Warzone, eine komplett neue Map, wäre es ja mehr als bei Fortnite. Da hat es ja gefühlt 2,5 Jahre gedauert, bis dann mal eine neue Map rauskommt. Aber wenn jetzt zu jedem neuen Call of Duty Teil eine neue Warzone Map rauskommt, das wäre dann einmal im Jahr. Die dann vielleicht noch mal ein bisschen erweitert. Ich glaube, die Warzone-Karte, die aktuelle, wird ja auch ein bisschen erweitert noch. Ja, warum nicht, man? Warum nicht? Bin dabei, Sandman. Bin dabei, Bruder. Ja. Es ist schon ein anderes Gefühl direkt, mit dem Monitor jetzt zu spielen. Mit dem Gaming-Monitor, oder was heißt Gaming, aber zum PC-Monitor, eine Millisekunde Verzögerung und so weiter. Ist schon ein deutlicher Unterschied zum Fernseher. Aber der war eigentlich ganz geil, Alter. Das war Xbox 360 Zeiten Fernseher noch. Beziehungsweise der ist 10 Jahre alt, Alter. 10 Jahre, aber der hat gute Dienste geleistet. Und dann habe ich noch einen im Schlafzimmer, den wollte ich mir eigentlich mal ersetzt haben, weil der größer ist, weil es einfach geiler war. Aber da hast du eine totale Verzögerung, Alter. Da ist wirklich eine totale Verzögerung, da kannst du nicht drauf spielen, das geht nicht. Jetzt steht er halt im Schlafzimmer und da gucke ich dann, Netflix und so. Spaß. Achso, hier, Sniper Kill One, ja, sorry. War gerade ein bisschen wieder am Labern. Nichts verlernt, der Sniper Killer One, nichts verlernt. Alles klar, vielleicht doch. Verstanden, willkommen. Für die Leute, die vielleicht sehen wollen, wie ich das so ein bisschen umräume, folgt mir auf Instagram endlich. Übrigens auch, ich hab gar nicht die Zeit angemacht, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Alles verlernt, in einer Woche kein Gameplay aufgenommen, alles verlernt. Oder anderthalb Wochen, besser gesagt, alles verlernt. Normalerweise habe ich immer eine Stoppuhr neben mir liegen, damit ich ungefähr weiß, wie lange ich schon aufnehme. Alles klar, Bruder. Die Folge wird auf jeden Fall länger.
Ja, folgt mir gerne auf Instagram, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Da werde ich vielleicht die nächsten Tage noch ein paar mehr Bilder posten, als ich sowieso schon gemacht habe. Sowieso immer eine gute Sache von mir, folgen. Mein Part Instant Gaming abchecken. Neuer Monat, Freunde, für die Leute, die beim letzten Monat beim Gewinnspiel mitmachen, gemacht haben. Macht gerne beim neuen auch mit. Ist neues drin jetzt. Ist ja jeden Monat ein neues, wo ihr jedes Mal kostenlos mitmachen könnt. Und ansonsten, wenn ihr da günstig Games oder Guthaben braucht, sind ja schon wieder Sales ohne Ende am Start. Weil ich habe mir schon wieder so viele Games geholt, die ich wahrscheinlich nie spielen werde, aber ey. Ja, ist ja gut, Alter. Was ist denn hier los, mein Moment? Immer so aggressiv. Wo sind sie denn nicht rum? Hässlich? Ah, da unten. Oh, ja, ich bin ein bisschen raus gerade, sorry. Aber wir kriegen das schon hin. Reicht das noch? Was meint ihr? Trifft er noch? Oder muss ich gedrückt halten? Ach so, zur zweiten Position. Ah, okay. Sorry, sorry. Jetzt, jetzt haben wir's. Das ist schön. Warte auf weitere Ziele. So, mach mal da. Das müsste echt perfekt klappen, oder? Wenn ich beeil's. Wo ist das, ey? Ah, das ist ja Berlin. Stimmt. Ach, da sind wir stehen geblieben. Stimmt. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ey, wie gesagt, sorry, das ist knapp zwei Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Stimmt, 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 stimmt. Red, könnt ihr Arena sehen? Granit! Granit! Sie sind weg. Was zum Teufel? Overlord, Granit-Team ausgeschaltet. Wiederhole, Eagles ausgeschaltet. Wir holen Arena. Bestätigt, Sandman. Zur deutschen Panzerkolonne in südlicher Richtung aufschließen und weiter zum Zielgebäude. Over. Verstanden. Sandman, Ende. Kraftwagen. Ehrlich, guten deutschen Panzer, wa? Da sind wir am Start. Da sind wir am Start, Freunde. Der gute Tiger. So, abseilen hier. Erstmal einen abseilen. Let's go. Hoffentlich haben wir noch Klopapier genug bekommen, wa? Immer mit dem Snipe voran, Freunde. Trivo Buchhandlung. Ja, ist natürlich alles fiktiv, ist klar, Freunde. Wer kauft noch Bücher? Also wirklich, da hört der Realismus ja wirklich auf, ey. Öffentliche Parkplätze. Amerikanisches Team, ein russischer Panzerfeuer. Abfallen nur. Geil, Alter. Google Translator, Freunde. Jetzt hack die deutsche Flagge, Junge. Ach, das sind Feinde. Okay, alles klar. Alles klar, Brick. Yo, ach komm, hör doch auf, ey. Ist der? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das ist schon wieder daneben. Weggucken. Die da angestürmt kamen, die wurden gar nicht geblendet, wa? Das juckt die auch überhaupt gar nicht. Nö, nö, juckt mich nicht. Ach ja. Das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil, so ein bisschen jetzt mit einem Monitor. Auch einen fetten neuen Gaming-Stuhl geholt. Ey, wirklich fett, wirklich, wirklich fett. Alter Junge, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Geld mal ausgebe für einen Gaming-Stuhl. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Aber bevor ihr fragt, ich werde die Marke nicht nennen, weil alles sicher. Die haben mich nicht bezahlt, Mann. Ich bin ein kleiner Spaß. Aber es gibt ja viele verschiedene. Jo, hör doch mal auf jetzt hinten. Das wäre ganz gut, glaube ich, am Panzer zu bleiben. Für die Deckung, Bruder. Ach, Junge, ey, ich hasse es, ich hasse es. Hallo, geh doch mal drauf, Alter. Boah.
Mann, wie scheiße ist er. Gefühlt erholt er sich gar nicht hier, der Kackladen. Mach keinen Scheiß jetzt. Los, weiter voran jetzt hier. Lauf doch! Schieß einfach alle platt, Alter. Was für die ziehen sich zurück, ey. Ist mir egal. Die Berliner Straßen, Schmidt schöner. Ja, wer kennt's nicht? Sag mal, dachten sich Doppel-S in Deutschland ist geil oder was? Oder was dachten sie sich als geil? Oh! Junge, Berlin fällt nicht. Es geht ab mit dir, Alter. Unsere Panzer so weit kommen. Mann, was für eine Scheiße. 60 km/h? Ich glaube eher nicht. In Bewegung bleiben. Alles unrealistisch, Freunde. Alles komplett unrealistisch. Sandman, lieber Sandman. Oh, Alter. Hier drüben ist ein Durchgang. Ich sehe ihn. Da ist das Hotel. Gibt es. Gab es eigentlich eine Multiplayer-Map von Berlin auch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube nicht, oder? Hat der auch noch einer? Ne, da ist ja gar nichts. Ach, hier liegt einer wieder. Och, Junge. Alter, dieser unglaubliche neue Skill von mir. Ist ja abartig krass. Boah. Die können ja gar nichts mehr machen, ja. Ist das jetzt Gegner? Er läuft einfach vorbei, ja, tatsächlich. Junge, Sandman! Mach doch auch mal was, du kleiner Kacklappen, Alter. Boah. Ey, wirklich, das ist die Krönung der ganzen Sache, dass sie an den Gegner vorbeilaufen und du gar nicht mehr weißt, was abgeht. Wenn du sowieso so ein kleiner verwirrter Boy bist, wie ich es bin, dann ist eh Ende im Gelände. Das ist zu viel für deinen kleinen Hirn, weißt du? Hier? Auf das Dach! Welche Tür meinst du, Junge? Komm doch mal her hin! Ja, ich stehe hier die ganze Zeit schon, Bruder. Ich warte nur auf dich. Sie haben das Mädchen verloren. Der Heli hat sie zu einer Diamantenmine in Sibirien gebracht.
Wir haben eine Chance, den Präsidenten zu schnappen, bevor er die Startcodes preisgibt und Makarov Europa zerlegt. Sobald wir am Boden sind, wird's da unten ungemütlich. Hoffentlich kannst du mithalten, alter Mann. Die Amis wollten immer den Ruhm einstreichen. Daher halte ich mit Yuri die Nachbarn in Schach, während ihr die Geiseln sichert. Okay, seid vorsichtig, Jungs. Niemand mag eine tote Geisel. Wie ist die Lage, Boss? Alle sind Feinde. Ein wahres Wort. Bereit? Geht das nicht schneller? Ruhig, Grinch. Mach die Gewehre bereit. Sandman, wir sind immer bereit, Bruder. Immer bereit. Alter Junge. Das war jetzt nicht so super durchdacht, wa? Boah, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht, wa? Aber wir machen nochmal auf jeden Fall ein bisschen weiter. Nice, jetzt lass mich doch mal durch. Oh, lass mich raus. Schön. Der Rest zu mir. Wir bleiben unten anscheinend. Wo sind sie denn? Alter, an das Level kann ich mich gar nicht dran erinnern, ey. Was ist das denn für ein Level? Sind es hier die Minen von Moria oder was? Apropos Minen von Moria, die sollten eigentlich mal wieder ein neues Mittelerde raushauen, Alter. Ich kann mich zwar nicht mehr an die Story erinnern, aber da wird es bestimmt Sinn ergeben, dass man die irgendwie noch weiter erzählt. Ich weiß gar nichts mehr davon, ehrlich gesagt. Obwohl ich das Spiel ganz geil fand. Das letzte und das erste eigentlich auch. Da sollten wir einen neuen Teil rausbringen, ey. Ich habe jetzt. Ich habe ein paar Bilder zu diesem Gollum-Spiel gesehen. Alter, das sieht ja. Ich weiß nicht. Das wird ja auch so ein Stealth-Spiel, glaube ich. Aber das grafisch zumindest nicht so geil aus. Das ist eher so comic-mäßig gehalten. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Komm, mach den weg, den Lappen. Super Price, sehr schön, Jungs. Oh, den mach ich auch mal kurz weg. So, keine Ahnung, ob ich den getroffen habe, aber wahrscheinlich schon. Oh! Alles gesichert! Truck, dein Job! Bin dabei! Ey, Sandman, Truck, Grinch, Grenade! Was wäre mein Name, Alter? Beton? Ich weiß nicht, ey. Was wäre mein Name, Alter? Keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich wirklich einfach Granatengott. Oder auch in wärmeren Zeiten Grillgott, Johnny. Da wird schönes Fleisch draufgepackt, Junge. Und eine halbe Paprika, weißt du? Nice. Super. So muss es sein. Er ist wieder im Last Stand. Er ist einfach... Weißt du, er ist einfach ein richtig stolzer Soldat der Gegenpartie. Auf der anderen Seite. Er führt seinen Job bis zum Ende durch, ha? Es ist ihm scheißegal, Mann. Aber wenn ich gerade noch so... Oh, weg. Nein. Wenn ich gerade noch so am Leben wäre, würde ich wahrscheinlich auch noch rumballern oder mich halt selber wegballern. Obwohl, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, in so einer Mission wirst du jetzt nicht unbedingt gefangen genommen. Aber man weiß es ja so, wa? Man hat es ja schon mehrfach gesehen. In irgendwelchen Kriegsfilmen oder so. Lieber
lieber sich selber die Kugel geben, als wenn du dann verschleppt wirst und gefoltert wird, oder? Egal welche Seite jetzt. Naja, egal. Es wird schon wieder so ein bisschen zu moralisch, Alter. Und so ernst. Ich will es gar nicht. Das ist Call of Duty, Alter. Hier geht's um Spaß eigentlich. Bestätigt, Sandman. Wir schicken eine Predator. Bereit? Ja, daran kann ich mich. Ah, da. Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Stimmt, hier draußen, das weiß ich noch. Aber apropos Ernst und so weiter, ich hatte ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die letzte Folge war oder. Ne, warte mal. Ne, das hatte ich in der letzten Frage-Sorb-Folge. Da ging es ja um Historienfilme und Serien. Da hatte ich ja nochmal die Serie Band of Brothers erwähnt, die auf jeden Fall jeder mal gesehen haben sollte. Die sollte mal wirklich jeder gesehen haben. Nicht so wie es heutzutage bei jeder Dreckserie heißt. Ja, das ist voll die geile Serie, voll die geile Serie. Naja, Staffel 2 und 5, die waren eher so ein bisschen langweilig, aber voll die geile Serie, muss man gesehen haben. Ich frage mich immer, ob bei diesen Leuten auch irgendwann mal der Punkt kommt, dass sie sich sagen, Alter, mein Leben ist zu kurz für, war okay, ja, ist in Ordnung gewesen, war langweilig, aber ich habe es zu Ende geschaut. Mal gucken, ob bei denen auch mal irgendwann der Punkt kommt, dass, aber so in jungen Jahren habe ich doch auch nicht so gedacht, Freunde. Man wird alt, weißt du, man wird alt, man hat alles gesehen. Da gibt's denn nicht irgendwann mal, ja, ich zieh mir da rein, ich hab so lange, weil ich zieh mir jetzt jeden Müll rein. Nee, keine Ahnung. Aber Band of Brothers solltet ihr euch reinziehen. Davon mal abgesehen, dass es nur 10 Folgen sind und nicht 15 Staffeln pro 25 Folgen oder so. Wie Leute mir ja immer noch, auch Freunde, mir Supernatural oder sowas, wie die Serie heißt, andrehen wollen. Ja, die ist voll geil, die ist voll geil. Selbst wenn die geil wäre, ich hab gar keinen Bock, 38.000 Folgen nachzuholen. Oh, was war das, Alter? Ach so, ich habe eine Predator. Ich habe wieder nicht zugehört. Keine Ahnung. Ach, ich kann die gar nicht einsetzen. Alles klar, ich habe nicht zugehört. Alter, die Boys hier. Zack. Was geht ab? Habt ihr den Drive-In verpasst oder was? Habe ich gerade Truck erschossen? Ja. Boah, Alter, er ist der Man, Junge. Er ist Terminator, sein Bruder. Habt ihr gesehen, Alpha, er bleibt einfach in der Explosion stehen. Juckt ihn überhaupt gar nicht. Ich müsste jetzt langsam mal zum Ende kommen, glaube ich, der Folge. Obwohl, ach komm, scheiß drauf. Vielleicht ist sie ja auch gleich vorbei, die Mission. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern, wie er da die Türen auftritt, den Spruch sagt und dann ist es hier halt im Schnee weitergeht. Aber wie lange die Mission noch geht, gar keine Ahnung. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe schon Bock aufs neue Call of Duty, so wie jedes Jahr irgendwie in gewisser Weise. Gerade, wie gesagt, immer Singleplayer. Singleplayer hat mich noch nie, bei Call of Duty, muss ich ehrlich sagen, Singleplayer hat mich noch nie enttäuscht. Es gibt Schwankungen, ja, der eine ist mal richtig, richtig geil, der andere ist ganz gut. Alter, Schwede, ich weiß nicht, was es ist. Der scheiß Helikopter, oder? Ich höre die Leute auch so schlecht. Aber so richtig enttäuscht war ich noch nie von einem Call of Duty Singleplayer-Teil, oder? Weil man halt immer das bekommt, was man erwartet. Man bekommt immer das, was man erwartet. Kann man natürlich auch sagen, und es wird ja schon seit Jahren gesagt, Call of Duty entwickelt sich nicht wirklich weiter. Aber ich weiß nicht. Es muss nicht jede Spielereihe sich komplett neu erfinden. Muss nicht sein. Muss nicht bei jeder sein. Vom Grund-Gameplay, gerade im Singleplayer, ist Call of Duty, was willst du da noch verbessern? Was willst du vom Grund-Gameplay, dass du nach so einer Mission nach der anderen absolvierst und vielleicht eine coole, actionreiche Story hast, was willst du da grundsätzlich verbessern? Es kommt dann nur auf die Qualität der Mission an, auf die Qualität der Story vielleicht, obwohl Story ist ja, ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich von Call of Duty rede. Ich meine, keine Ahnung, Mission Impossible 5 und 6 hatten jetzt auch nicht die überragende Story, aber es macht einfach geil, es macht einfach übelst Bock, die zu gucken, oder? Das meine ich halt. Ja. Tot? Metal 01, wie ist der Status? Ich glaube, die leben noch. Haben Sie den Präsidenten gesichert? Negativ, Overlord. Aber wir haben das Mädchen. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Sie will etwas sagen. Sie sagt, ihr Vater hat sie bei der Mine gebracht. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir hören jetzt hier erstmal auf, oder?
Hören wir hier auf, oder? Ich weiß nicht. Ach komm, scheiß drauf, wir machen die Mission zu Ende, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann mich so schwer entscheiden, weil ich gar nicht weiß, wie... Ah, ich glaube, wenn wir die eingeholt haben, dann ist die Mission, glaube ich, vorbei. Oder? Komm, machen wir so. Machen wir bis dahin. Scheiß drauf. Wir haben zwar in nächster Zeit absolut gar nichts zu zocken, weil einfach gar nichts rauskommt. Aber egal, scheiß drauf. Vielleicht können wir ja ein paar angezockt machen. Ich habe noch einige Spiele, die ich noch nicht angezockt habe. Auch privat noch nicht. Vielleicht mache ich das die nächsten Tage. Mal in 1, 2, 3, 4, 5 Spiele reinschauen für 1, 2 Videos. Je nach Feedback eurerseits. Vielleicht machen wir das einfach. In den Sommermonaten, Alter, wo einfach nichts rauskommt, wa? Einfach nichts. Nichts Großartiges. Außer dieses Man-Eater, dieses High-Game. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ob da meine Zuschauer drauf Bock haben, ich glaube eher nicht. Es sind ja immer so Quatschspiele, so lustige Quatschspiele, die funktionieren bei jedem, aber bei mir irgendwie so, ich weiß nicht, ihr seid ein bisschen ernst in der Hinsicht, ja? Obwohl ich einfach, vielleicht denkt ihr auch alle, das wird Humor-Overload, du bist so an sich schon lustig, ohne Ende bist du lustig, Marcel. Ey, dann noch ein lustiges Spiel da oben drauf, das halten unsere Humor-Synapsen einfach nicht aus. Deswegen funktioniert es bei irgendwelchen Trantypen besser da draußen auf YouTube. Andere Würste, Alter. Bei dir, Oberwurst, da ist es zu viel. Zu viel Humor. Das hält niemand aus. Kann ja sein. Vielleicht ist das. Das wird der Grund sein, denke ich mal. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Was kommt denn noch, Alter? Destroy All Humans Remake würde ich gerne mal reinschauen. SpongeBob Remake. Ansonsten, das war's halt dann schon mal. Junge, ein Schuss, ein Treffer. Overlord, Jackpot, Präsident gesichert. Bestätigt. Zersammeln Sie Ihr Team und Ziel. Meine Tochter! Bewegung, Bewegung! Achso, jetzt müssen wir nochmal flüchten. Die Vögel müssen zu uns kommen. Verstanden. MRS ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Ja, komm, das machen wir noch zu Ende, Freunde. Das machen wir natürlich noch zu Ende. Und dann habt ihr als Comeback eine richtig fette Folge. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache das durch. Also machen wir das auch. Auch wenn es dann mal eine Woche Pause gab. Oder 8-9 Tage, machen wir es trotzdem durch. Geht ja auch nicht so lange. Und es macht Spaß. Das ist halt der Hauptgrund. Es geht nicht lange, wir sind ja schon mehr als die Hälfte durch und es macht einfach Spaß. Holy shit, ich muss noch mal schießen hier. Schlepp mich weg, Bruder! Wie so ein Kartoffelsack, Alter. Nein! Alter, das haben sie immer drauf, wa? Thank you.
Unzählige haben sich heute versammelt, um Präsident Roshevsky bei seiner Rückkehr nach Moskau zu begrüßen. Berichten zufolge sollen die Friedensgespräche zwischen Russland und den USA beginnen. Anderen Meldungen zufolge ist der ultranationalistische Anführer Wladimir Makarov noch nicht gefasst. Wir schalten zum Rosengarten, wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Okay, Freunde, hier ist allerdings jetzt wirklich mal Schluss. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Vielleicht vielleicht ist die nächste Mission schon die letzte. Machen wir die dann vielleicht auch in einem Rutsch. Mal gucken, ich schau mal. Ansonsten war es das erstmal. Ich hoffe, ihr habt immer noch Bock, das Ganze mit mir durchzuziehen. Wie gesagt, checkt die Wiebenschrömme ab, folgt mir gerne auf Instagram. Und checkt auf jeden Fall auch meinen Partner ab. Instant Gaming, wenn ihr günstig Games gut haben braucht, für PlayStation, Xbox etc. Haut rein und tschüss.